jetzt ein richtiges herzliches Willkommen. Wie kann so ein Tag besser anfangen wie in einem Labras? 1223er Labras in Amsterdam. Wir sind in dem, ich habe vergessen, wie der Park heißt, ich sag's euch gleich. Ich fange erstmal das Labras. Himbeere drauf. Ich habe tatsächlich keinen einzigen Hyperball. Das heißt, wenn wir noch andere riesigen Crab fangen, dann wird das ziemlich eng. Ich werde dafür jetzt einen Superball benutzen und hoffe einfach, dass es nicht wegrennt. Der Superball war zu kurz. Er war großartig. Einmal, zweimal. Perfekt, direkt das Labras mitgenommen. Ey, wenn das so anfängt, wir sind eigentlich hier, weil wir Bisasams farmen wollen. Deswegen sind wir nach Amsterdam gefahren, weil es hier einen Park gibt, wo es halt ohne Ende Bisasams gibt. Und deswegen dachte ich mir, gette ich mir aber vorher erstmal schön einen Labras mit 1223. Ich meine, eigentlich nichts einfacher als das. Trattini. Oh, die Frage ist, wie hoch ist es? Oh, 146, das hätte ich auch gerade liegen lassen können. Schöner Wurf. Hast du dein Trattini schon gefangen? Ich wackel mit dem Kopf, weil das kann ja jeder sehen, wenn du nicht in der Kamera stehst. Aua. So, 138 Trattini-Bonbons. Hast du bitte aufhören, mein Board wegzuschieben? Mit sowas muss ich arbeiten. Jetzt da. Wir sind die coolsten, weil wir cruisen, weil wir durch die City. Bisasam. Bibi, Bibi, Bibisasam. Das ist die Nummer 1. Die Nummer 1 deiner Träume. Ich werfe einen normalen Ball. Bin ich nicht total bescheuert? Einmal wackeln. Zweimal wackeln. Dreimal. Entschuldigung. Ich bin ein bisschen aufgeregt, weil ich gerade einen Labras gefangen habe. Das war das dritte Mal wackeln. Labras Nummer 1, meine Freunde. Hä? Labras Nummer 1? Ich meine natürlich, logischerweise, da kommt Joko auf dem Fahrrad. Seht ihn. Ich meine natürlich nicht Labras Nummer 1, sondern Bisasam Nummer 1. Ja, läuft bei den Bisasams, ne? Bei denen läuft's richtig hier in dem Park. Wow, der Ball ging's nicht. Bah, eben gerade einen Polygon direkt vor meinen Augen einfach mal plopp gemacht. Kannst du mal aufhören zu tanzen, du 146er Bisa... Na, ich würde schon sagen, dass das jetzt nicht reingeht, ne? Ich habe mich genau getroffen. Klasse Wurf. Einmal am Hals kratzen. Geiler Rückwärtsgang. Schönes Fahrrad. Und das war mein Bisasam Nummer 2. Sei normal. Ich habe das andere Bisasam da vorne gefangen. Da. Das kriegt eine Himbeere. Und dann kriegt es einen schönen Wurf. Und dann kannst du dich zu den anderen zwei gesellen. Bitte. Bitte. Danke. Die hat mich angelächelt. Die hat mich angelächelt. Hallo. Ja, mir geht gerade ein Ei auf. Eigentlich immer. Ein Ei am Wandern. Verstehst du? Das bestimmt eh, ist eh bestimmt eh Crap. Nein. Aus dem Zweierei. Okay. Kannst du nicht so runterhalten, weil dann sieht mich keiner, wenn du mir so auf die Brust filmst. Cool. Oh, guck mal, und ich habe eine Twitter-Nachricht bekommen, aber das will ich eigentlich gar nicht. Aber das ist doch immer geil. Jetzt fehlen mir nur noch 8 Dickdarm-Bonbons, dann habe ich einen Dickdarm. Nee, warte. Ach, guck mal, das Nidoran nehme ich auch noch mit. Aber es geht ja nicht um Nidorans heute. Es geht ja um Bisasams. Es geht ja nicht um Nidorans heute, es geht ja um Bisasams. Das war Take 1 übrigens. Nimmst du mich? Ja. Ich habe einen Bisasam. Hier gibt es Unmengen von denen. Bisasam 459 und das ist Numero. Ich habe meinen Finger schon auf dem Ball. Das hat nicht funktioniert. Ey, hör doch auf zu hüpfen! Übrigens, an der Kamera heute Thorsten. Also, schön griechisch, ne? Ist auf jeden Fall drin, das war Nummer 4. Easy Cut Car. Da ist schon wieder eins. Ich halte dich mal an, ne? Nicht, dass du hinfällst. Dann machen wir mal den Weg frei, mal. Da kommt natürlich Oma mit Hund. Da wollen wir natürlich alle im Weg stehen. Das ist auch blöd, ne? Der sieht ja gar nichts mehr. Der sieht ja gar nichts. Naja. Genug des Schabernacks. Was soll ich anderes sagen, außer un, dos, tres. 4, 5, 511. Das fünfte Lette Bisasam. Also dieser Park ist ein 100%iger Bisasam-Spawner. Wenn ihr in der Nähe von Amsterdam wohnt, kann ich euch nur empfehlen, in den Park, der da so heißt. Ihr müsst bis zum Ende der Folge gucken, dann verrate ich euch, wie der Park heißt. Cliffhanger! Ist drinne. Easy.
Ja. Eieiei, zwei Stück nebeneinander. Muss ich beeilen, dass ich auch beide kriege. Nicht, dass nur eins dieses spawnt. 143er, das kriegt normalen Ball. Der mal normale Ball trifft, das ist Nummer 6 und 7. Normaler Ball, es hüpft. Nicht abhauen, danke. Hüpft doch nicht! Oh, da sind zwei, ne? Ja, deswegen, da sitzt noch ein zweites daneben. Hätte ich gehört. Bleib jetzt da drinne, zweiter Wackler. 93. Ist drin, ist egal. Ey, diese Samenbonbons nehme ich alles gerne mit. Ist drinne, das war Nummer 7. Wir sehen noch die Handyaufnahme. Alter, krass, wie niedlich hier drüber fliegen. Außer, dass das Nummer 8 ist. 584, das ist das Höchste, was wir bis heute bisher hier gesehen haben. Ja. Sieht eigentlich meine Haare schon wieder aus. Aus der letzte Ghetto-Heini. Ist es abgehauen. Hey, das ist besser geklappt, als ich dachte. Ja, das ist jetzt Nummer 8, die nehmen wir hoffentlich mit. 65er, ja, das nehme ich auf jeden Fall. Oh, der erste Ball erstmal so schön. Die hat einen richtig komischen Roller am Start, ne? Die muss so die ganze Zeit wipp, 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 ohne die Füße auf den Boden zu legen. Kleiner Kameramann filmt mich halt mal sogar in so einer, hält irgendwo in den Äther, aber das ist okay. Auf jeden Fall wippt die ganze Zeit so nur von hinten nach vorne und dadurch bewegt sich das Ding nach vorne. So, das war Nummer 8. 42 Bonbons haben wir. Bleibt nichts anderes übrig, außer Nummer 9 zu sagen, weil 645. Lieber Pokémon-Gott, liebes Pikachu-Göttchen, muss sein, die Sound, dass sie alle mit dem Roller langfahren, das ist immer so laut. Also immer schön gut zuhören, mein liebes Mikrofon. 645, wo war deins? 500, noch was. 550. Okay, das kriegt jetzt einen Hyperball. Nicht hüpfen. Die Jungs haben das auch ganz clever gemacht. Die spielen Pokémon und fahren mit dem Roller. Das sieht man jetzt leider nicht mehr. Die fahren jetzt da hinten gerade um die Ecke. Währenddessen, da sind sie. Richtig gut. Währenddessen geht's rein. Richtig, richtig lecker. Das ist tatsächlich mit 645 mein stärkstes Bisasam. Noch eins. Müsste Nummer 10 sein. Großartiger Wurf. Genau in dem Moment, wo es so hochspringt, werfe ich ihm das Ding ins Gesicht. Hier gibt es so viele schöne Pokémon. Und dann gibt es auch dieses hier. Gott. 522. Das ist die 11. Deal oder No Deal. Also ganz ehrlich, manchmal, ne, bleiben die einfach alle drin und ich muss ganz kurz nochmal, okay, man sieht's nicht, aber überall Flugzeuge. 51 Bonbons, Traumauto, interessiert mich nicht. Ja. Flugzeug im Bauch. Wir haben noch ein zweites auf der Karte, das heißt, es müsste noch irgendwo eins sein. 545, er kriegt selber nicht rein, das heißt, muss ich jetzt beide gleichzeitig werfen. Ne, meins ist schon drin, 272er und dann fange ich jetzt hier noch das 545er, währenddessen erzähle ich euch noch so ein bisschen davon. Ich wollte gerade sagen, ist da schon wieder eins auf dem Radar, das ist ja auch normal. Dass hier tatsächlich jung und alt alle zusammen hier langdüsen und das Krasse, dass man einfach fabelhaft übrigens direkt im ersten Versuch, dass man halt sagen muss, hier fahren auch echt viele Leute mit elektrischen Boards rum oder mit elektrischen Rollern oder vor allem auch mit, oh, ist gefangen, direkt beim ersten Versuch, Glückwunsch, gerne geschehen. Oder natürlich auch mit normalen Fahrrädern, aber was ich komisch finde, hier fahren alle auf Rollern oder Motorrädern, alle ohne Helm. Ich wusste gar nicht, dass das nicht erlaubt ist. Und die Theorie, die wir haben, weil wir haben eine Person mit Helm gesehen und die Theorie ist tatsächlich, dass wenn man eine Leiter auf dem Roller befördert, muss man einen Helm anziehen, weil die einzige Person, die einen Helm anhatte, war ein Typ mit Roller. Leiter. Ein Typ mit Leiter. Ja. Du, die Haare gemacht. Ach, hey, das solltet ihr gar nicht sehen. Wir müssen gucken, dass ich im Licht stehe. Wenn ich schon mal einen Kameramann habe, das ist schon ganz geil. Alter, hast du das gerade gesehen? Nee. Er will mir fast High Five geben und fährt mit dem Roller dann nach links weiter und wäre fast in drei Fahrräder reingefahren. Alter, das wäre fast daneben gegangen. Das ist mein 13. aber es ist WP12. Nehmen wir trotzdem.
Klasse, da ist das Ding auch schon wieder drin. Ich fange die mittlerweile mit normalen Bällen. Mein Akku ist auch wieder bei 78%. Wir sind bei 60 Bonbons. Und das war Nummer 14. Das heißt Bonbons. 13? Bonbons? Bonbons? Wie auch immer. Wie heißt das? Bonbons. Bonbons? Bonbons. Bonbons? Bonbons. Bonbons, ne? Bums, Bums. Bums, Bums. So, Bums, Bums. Mir fehlen noch 5000. 5000 XP und dann bin ich Level 26. Dieser Sambonbon. Mir fehlen noch 5000 dieser Sambonbons. Hopp! Hopp! Zwei nebeneinander. Problem ist, dass wir hier keine Bälle haben, die wir farmen können, oder keine Himbeeren, die wir farmen können. Und deswegen könnte es sein, dass es deswegen irgendwann ein bisschen schwierig wird. Aber wir nehmen das weiter auch noch mit. Ganz kurz ein Thema über Niederländisch. Holländisch, Dutschisch, wie auch immer. Tatsächlich, als Deutscher, wir sind vorne hinter so einem Bus hergefahren und der hat hinten Achtung, schwenkt weit aus draufstehen. Ich hab's leider nicht gefilmt, da stand irgendwas von Ach, irgendwas mit echt Rietracht, Nierlund. Ja. Kann man mal machen. Ich habe das Gefühl, wenn man sich sehr darauf konzentriert und wenn sie sehr langsam reden, dann versteht man sie. Also halt, dann versteht man als Deutscher die deutsch-niederländisch-holländische Sprache. Bisi, wie ist da gerade ein Slimer? Ich habe das... Stand da gerade ein Slimer direkt neben dem Bisasam? Das habe ich gar nicht gesehen. Wir fangen jetzt mal schnell das Bisasam mit 259. Es kriegt einen Superball ins Gericht, eine Himbeere oben drauf. Und dann freuen wir uns. Nee, es kriegt keinen Superball, weil wenn das 259 ist, reicht da auch ein normaler Ball. Dann freuen wir uns über einen weiteren Viererstoß Bonbons von diesem lieben Bisasam. Ist es abgehauen? Klar! Dann fange ich halt das Slimer. Eh viel schöner. Bisasam, hm? Hörst du auf, dich zu bewegen? Hörst du auf? Nice, es ist hoch und dann rein. Direkt gefangen, das ist mein zweites Slimer. 18, Versuch Nummer 2. Ein Hämmern, aber keine Leiter. Das geht so nicht. Das geht so nicht. Die 18 ist drin. Oh, die haben wir ja gerade schon mal gefangen, ne? Lange ist noch nicht her. Das sind 19 und 20. Die sitzen hier nebeneinander und warten darauf, bei mir in den Pokéball zu hüpfen. Yep. Hat sich verzogen, das heißt, wir können nur noch 19 fangen. Ich hoffe natürlich, dass 19 sich fangen lässt. 19 ist 294. Das Ding ist, ich will eigentlich nur noch niedrige WP finden, weil die lassen sich leichter fangen. Ich habe nämlich schon einen 600er, was mit einem richtig guten 91er IV sowieso die Entwicklung bekommen wird heute. Deswegen will ich eigentlich nur noch welche finden, so wie diese hier, die mit einem Ball, normalen Ball, ohne Himbeere einfach reingehen. Nummer 20, du bleibst jetzt drin, bist hoffentlich ganz niedrig. 318, ein normaler Ball, großartiger Wurf. Das Ding ist drin, auf geht's zu 21. Spring doch nicht raus! Bleib da drinnen, bleib da drinnen, bleib da drinnen. Nice, Nummer 20. Okay, 199er Bisasam. Hat Ciao Ciao gemacht. Mittendrin steht nur dabei, da ist schon wieder eins. Das fange ich jetzt sogar mit rechts, weil ihr es seid. Aber ich fange immer mit rechts, fällt mir gerade auf. 443er, bitte nicht weglaufen. Weil mir sind gerade schon zwei ineinander abgehauen. Ich hoffe, dass das nicht passiert. Erster Versuch und es springt beim letzten Mal. Ich habe mich mal ganz kurz da in den Baum gehangen. Das macht die Sache ein bisschen einfacher, weil dann kann ich mit beiden Händen spielen. Ich habe gar nicht geguckt, ob ich eben gerade was bekommen habe, also ob ich eine Himbeere oder einen Superball bekommen habe, weil dann hätte ich die natürlich tatsächlich schnell benutzen können, um dieses Bisasam zu fangen. Funktioniert aber so. Und ich würde sagen, bevor wir jetzt weiter die wilde Fangaktion machen, werde ich einfach mal ganz kurz einfach alles verschicken, was ich so an überflüssigen Bisasams gefangen habe. So, es sind noch zwei Stück übrig. Das hier ist das Bisasam, was wir nachher entwickeln werden, falls ich keins finde, was einen höheren IV hat. Da waren gerade zwei Hunde, die haben meinen Kameramann angegriffen. Das ist nicht mein Kameramann übrigens, aber ich nenne ihn jetzt immer so, glaube ich. Das passt ganz gut. So, ich habe jetzt 99 Bisasam-Bonbons, das heißt, es fehlen noch 26. Das ist nicht mehr allzu viel. Wie gesagt, das ist das Bisasam, was ich entwickeln wollen würde. Und ich werde jetzt hier das 645er Bisasam verschicken, weil das einen krottigen IV hat und das 600er Bisasam hat einen 91er IV-Wert und den werden wir jetzt gleich, sobald wir die letzten 25 Bonbons gefunden haben, entwickeln. Habt ihr Bock drauf? Ich hab Bock drauf. Also, ihr wollt wissen, wie der Park heißt, ne? Ah, müsst ihr bis zum Ende gucken. Und immer schön, ne? Immer schön jetzt schon mal einen Daumen nach oben geben. Das ist nämlich eine geile Aktion, die wir hier machen. Wir sehen uns gleich. Es wird Zeit dafür, dass wir dieses letzte Bisasam fangen.
Lass die Bank stehen. Hast du schon gefangen? Wie hoch war deins? Warst du gerade pissen im Wald da drüben? 106. Warst pissen, ne? Ich hab's mir schon. There we go. Jetzt hoffen wir mal, dass das Bisasamen noch da ist und nicht abgehauen ist, weil dann wäre das ziemlich blöd. Ein Wackler. Zwei Wackler. Heiße Joggerin und der dritte Wackler. Und jetzt geht es los. Und dann nehme ich das Bisasamen. Und dieses Bisasamen entwickle ich jetzt zu einem Bisaflor. Oder Bisaknosp. Ich habe keine Ahnung. Soll ich mal googeln? Das eine oder das andere. Du brauchst nicht googeln. Wir entwickeln es. Da ist Stromsparmodus. Ist passiert. Es hebt sich in die Lüfte. Es hebt sich in die Lüfte. Ist direkt vor deinem Gesicht. Ja, ist nicht schlimm. Und bam. Es ist leer. Was soll denn der Käse? Mann, wie ich sowas hasse. Och, da ist es. Oh, das ist eine schöne große Hose. Ein Bisaknosp. Ein Bisaknosp. Alle auf Flugzeug. Ich probiere ein Video aufzunehmen. 918er Bisaknosp. Wir entwickeln direkt weiter. Das sieht wunderschön aus. Ich hoffe, diesmal ist mein Akku nicht wieder am Rumspödeln. Und wir kriegen ein wunderschönes Bisa 1457er Bisaflor mit Solarstrahl und Rasierblatt. Keine Ahnung. Kannst nicht mal rasieren im Gesicht. Das ist geil. Raus aus meinem Video. Mann! Okay, Tagesziel erreicht. Und jetzt redet euch noch der Martin, damit er heute auch noch was sagen darf. Wie ist eigentlich dein Spielername? Mayhemsen. Mayhemsen, der liebe Mayhemsen verrät euch jetzt, in was für einem Park wir hier sind. Ich glaube, irgendwie Rembrandt-Park oder sowas. Ja, der Park heißt Rembrandt-Park. Ist wirklich so? Der heißt Rembrandt-Park. Ja. Ansonsten bedanke ich mich natürlich fürs Zuschauen. Vielen Dank an Martin, der mit nach Amsterdam gekommen ist und auch ein bisschen was an Bisasamen gefangen hat. Und wir werden jetzt auf jeden Fall noch ein bisschen Käse essen, weil das macht man ja hier so. Ist das nicht? Ist nicht Käse und Schweinefleisch? Nee, wie war das? Nee. Käse war Schweiz. Nein, hier auch, oder nicht? Käse, ja, hier Antje. Käse und aber ganz viel Schweinefleisch essen die ja auch. Ich will es nochmal. Ich habe gerade festgestellt, als ich das Video beendet habe, dass meine Aufnahme von dem Bildschirm leider irgendwie tatsächlich den ganzen Tag super funktioniert hat. Aber heute meinte Air-Server, gerade ganz am Ende nochmal crashen zu wollen. Deswegen habt ihr die Evolution jetzt leider nicht gesehen und ich habe euch das so ein bisschen dazu bildlich reingeklatscht mit Screenshots. Tut mir sorry, tut mir leid. Trotzdem geil. Wir haben Spaß gehabt. Und jetzt bin ich weg. Soll ich auch rausgehen aus dem Bild? Raus!